pink, putzig, pummelig oder pornös. Jessica Ittemann sammelt Einhörner in allen Formen und Farben. Und das bereits seit 4 Jahren. Die 33-jährige Supermarktleiterin erinnert sich, wie alles begann. Mit einem Einhorn Prosecco und einem Einhorn Kuchen. Das habe ich in meinem Geschäft gesehen und das habe ich dann gekauft. Und den Kuchen habe ich schon gegessen, weil der wäre schon verschimmelt. Aber die Dose, die habe ich tatsächlich noch und somit hat es angefangen. Seit diesem Tag hat sich ihr Haus im Odenwald in ein Märchenwunderland verwandelt. Rosa Wände, tausende Stofftiere, Figuren, Gadgets und Gebrauchsgegenstände rund ums fantastische Fabeltier stapeln sich auf 80 Quadratmetern. Ihre Lieblingsmotive zieren ihren linken Arm. Im Auto sitzt ein Schutzeinhorn, auf dem Balkon ein Gummitier und auch Einhornkondome gehören zu ihrer Sammlung. Damit nichts drankommt, bleibt bei der Supermarktleiterin das meiste in der Originalverpackung. Alles, was sie dann doch mal benutzen möchte, das kauft Jessica doppelt. Und das lässt sie sich dann auch einiges kosten. Alle 3 Monate gibt sie für ihre Leidenschaft um die 500 Euro aus. Jessicas aktuelles Objekt der Begierde? Einhorn High Heels aus den USA. Doch diese Schuhe sind gar nicht so leicht zu bekommen, denn diese Schuhe können nicht nach Deutschland geliefert werden. Dass diese High Heels um die 400 Euro kosten, ist für Jessica in Ordnung. Und was sagt eigentlich Ehemann Alex zu der quietschbunten Einhorninvasion? Der hat immerhin einen einhornfreien Rückzugsort, der Hobby-Schuppen im Garten. Im Sommer stehen da jedoch Pool mit Einhornluftmatratze und Schwimmtieren. Ganz zur Freude der Nachbarskinder. Jessica Ittemanns liebstes Sammlerstück ist übrigens der Einhornstrauß, den sie von ihrem Mann zum Valentinstag bekommen hat. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.